Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück. So, da wollen wir mal hier diese wunderschöne Mission machen. Reit. Ja, schauen wir mal, was wir da so Tolles machen dürfen. Das habe ich gar nicht vorgelesen, was wir machen dürfen. Ehrgeiz hatten wir zur Genüge. Ich hatte den einen Ring, nicht Sauron. Er würde es nicht wagen, sich gegen mich zu stellen. Doch er tat es. Okay, soll ich eine Trefferserie von 30 machen? Ich soll ganz viele Leute töten. Ich soll perfekte Konter hinnehmen. Eine Trefferserie von 30 mindestens. Ah, das ist immer kacke. Wenn man schon jemanden kontert. Und dann noch einer angreift. Siehst du, genau so, weil ich bin der Meinung, ich komme mit diesem perfekten Kontern teilweise nicht klar, dass ich dann genau im richtigen Moment dann nochmal den anderen Konter, sodass meine Trefferserie dann nicht unterbrochen wird. So, jetzt kann ich auch einfach alle umbringen. Ach, da stehen die. Das sind Zuschauer. Na gut, es ist zumindest relativ einfach und wenigstens nicht auf Zeit. Könnte man das ja easy machen. Ja, immer her damit. Immer her damit. Das war doch einfach. War es Ehrgeiz oder Arroganz, dass ich mich Sauron direkt stellte? Doch hätte der Ring mich nicht verraten und wäre er mir nicht von meiner Hand gerutscht. So, würde mal sagen, dass wir uns das Ding dann noch holen. Und danach gehen wir mal zu diesem Aussichtspunkt. In der großen Halle von Minas Ithil hüteten wir nicht nur die Schätze unserer Vergangenheit, wir bewahrten dort auch die Gegenwart. Ein Archiv unserer gesamten offiziellen Korrespondenz mit der Hauptstadt. Ich legte die Sendschreiben aus Minas Tirith dort ab, nachdem mein Vater sie gelesen hatte. Erst hatte ich es wöchentlich, doch als die Umgebung gefährlicher wurde, kamen Schriftrollen wie diese nur noch selten. Ob es Hilfsversprechen gab, die die Orks abfingen? Pläne zur Unterstützung, die wir nie sahen? Aha, Schreiben aus Minas Tirith. Sehr geil. Die Arbeit der Obrigkeit auf Pergament reduziert. Minas Ithil brauchte kein Pergament. Es brauchte Verstärkung. So, dann haben wir hier den Aussichtspunkt, den Hedir. Den haben wir auch mal schnell. Huch, so, wollte ich gar nicht.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Suchen. Ich denke mal, dass alles so ziemlich hier in der Stadt sein wird. Es wird, glaube ich, kaum noch was draußen sein. Okay, ich habe nichts gesagt. 3000 Fuß entfernt. So, das wären alle. Okay. Sind doch weiter weg, als ich gedacht habe. Boah, vor allen Dingen hier draußen ganz. Junge, Junge. Was ist das? Akla terrorisieren muss ich da freischalten. Ach, wir haben jetzt auch eh neue Fähigkeitspunkte, oder? Zwei Stück. Zwei Stück. Das kann ich noch nicht. Ich muss Tage erstmal Stufe 20 sein. Ach komm, ich packe hier zwei Punkte rein. Und dann passt das schon. Ich weiß gerade gar nicht, was ich geskillt habe. Ganz ehrlich jetzt. ich springe mal schnell zurück. Brutale Aggression. Man kann. Macht kann doppelt aufgeladen werden, was brutale Hinrichtung freischaltet. Die Umstehende Feinde panisch in die Flucht treiben. Okay. Und Vergeltung. Stimme letzten. Chance genau ab und den Feind, der es ordentlich abgesehen hat, sofort zu töten, wirklich gegen Hauptmänner Grauchs und Drachen. Okay. Weiß ich da Bescheid? Stellen wir hier hin. Morgen scheint es klar zu werden. Ich sehe den Waldläufer! Die ersten Orden auf diesem Gebiet! Quatsch, niemand hat mich gesehen. Als er nur von seinem Aufeinandertreffen mit dem Hexenkönig nicht zurückkehrte, verbreitete sich die Kunde von seiner Niederlage wie ein Lauffeuer in Gondor. Die Truppen des Hexenkönigs sammelten sich wieder und eroberten schnell Eärnurs ehemalige Gebiete. Einige fielen so schnell, dass die Briefe des ersten Truchsesses Mardil nie ihr Ziel erreichten. Über Generationen bewahrten wir die ungelesenen Briefe auf, dazu bestimmt, immer versiegelt und ungelesen zu bleiben. Wir wissen, dass die verlorenen Gondoraner ihre Briefe nie abholen werden, doch wir behalten sie, um ihr Andenken zu ehren. Was wohl aus den letzten Briefen wird, die ich für meinen Vater versendet habe. Wow. Ich meine, dann behalten die Briefe? Bist du nicht versucht, die Briefe zu lösen? Nicht nötig. Ich kenne das Herz meiner Leute. Ich weiß, was sie sagen. Ja, eben, dann habe ich auch nämlich gerade gedacht, ne? Da hast du jetzt Briefe. Wo halt Sachen drin stehen, die sonst niemand gelesen hat. Alter, hör mal auf hier. Das braucht niemand. Aber du genauso. Krackhorn der Würm. Hatten wir nicht schon mal einen, der Krackhorn hieß? Okay. Ich wette mit euch, wenn ich hier jetzt runterspringe, bin ich tot. Dass die Titin da drüben gerne haben. Also springe ich da jetzt rüber. Ich kann da nicht rüberspringen. Hallo, hier sind wir Doppelsprung. Siehst du, hat 1A funktioniert. Titin ist unten.
Rat. So, was haben wir jetzt? Da ist noch ein Verdrohungsartefakt. Aber jetzt hier erstmal eine Hauptmission vor Sonnenaufgang. Mach erstmal die Dinger nochmal schnell. Einmal schnell. Hi, hier, da, danke. Schön zu Kankra. Kankras Vision abrufen und dann geht sofort wieder zurück zur Hauptquest. Wo wir. Wie heißt sie nochmal? Ildred. Wo wir den Ildreds Vater befreien dürfen. Entschuldigung. Den fand ich unsympathisch. Der hat irgendwie so gegen die Sachen getreten. Das fand ich gut. Der musste kurz mal sterben. Runter. Ja, auch runter. So, dann zeig mal her. Sie ersuchen mich um Wissen, doch sie finden den Tod. Sie fragen nach ihrem Schicksal. Für sich. Für ihre Lieben. Ich war gnädig zu denen, die ich verschlang, und verdammte andere mit Visionen. Das Schicksalsnetz treibt Menschen in den Wahnsinn. Sie folgen allen Fäden, um ihre Bedeutung zu verstehen, nur um zu erkennen, dass es kein Entkommen gibt. Okay. Zack. Ich frage mich, ob wir irgendwie nochmal im Endeffekt so eine ganze Vision von Kankra sehen. Was ist mit dem Palantir? Ihn einzusetzen birgt ein großes Risiko. Weil wir sehen hier immer so eine klitzekleinen Ausschnitte, wo sie dann eine Geschichte zu erzählt und dann so plupp, zu Ende. Also die Geschichte ist so 30 Sekunden, der Ausschnitt so 3 Sekunden. Da frage ich mich wirklich, ob wir dann irgendwie nochmal so ein gesamtes Ding sehen, wenn wir irgendwie alle eingesammelt haben. Wo soll das Ding denn sein? Achso. Ah, da. Wow. Hast du gut gemacht, Talion. So wie Celebrimbo ist ja gesprungen, ne? Diese Pfeife sei das Werk von Hobbits, einer Art Halblinge, die jenseits der uns bekannten Gebiete im Norden leben. Es ist sicher seltsam, vor Erwachsenen zu stehen, die mir kaum bis zur Hüfte reichen. Aber nach dem, was ich in Mordor sah, wäre ein Hobbit auf eine willkommene Art seltsam. Allerdings würde ein Hobbit in Mordor sicher nicht lange überleben. Wenn sie wüsste. Wenn sie wüsste. Der gute Sam weiß. Und Frodo, die haben da lange überlebt. Wenn wir eh schon mal hier sind, können wir das auch noch mal schnell machen. Fehlt nur noch etwas Pfeifenkraut. Wie man sie weit und breit kein zweites Mal findet. Ich töte dich! Lass mich. Der hat mich angerempelt und jetzt greift er mich auch noch an. Wo ist das? Die Gondoraner nannten Minas Ithil Heimat. Können aber nicht für uns beanspruchen, es errichtet zu haben. Die Ehre gebührt Vertriebenen aus dem sagenumwobenen Reich Numenor jenseits des Scheidemeers. Diese fabelhaften Architekten schufen eine Stadt aus Marmor, die das Mondlicht spiegelt und von innerer Wärme erfüllt ist. Doch die Schönheit und das Licht erzürnten den Hexenkönig, der sich an Gondor rächen will.
Die Numenora haben wie die Elben ein Talent für Türme. Was glaubst du, wer sie unterrichtet hat? Sie waren altkluge Schüler. Ich stelle mir persönlich jetzt mal die Frage. Numenora. Inwieweit die mit dem Hexenkönig verbunden sind. Weil beispielsweise in Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 2. Aufstieg des Hexenkönigs. Da kann man ja auch. Ich kenne diesen Ort. Ich kämpfte hier vor langer Zeit. Er scheint nun ruhiger. Okay, was auch immer aus dieser Gedanke von Celebrimbo gerade sagen sollte. Naja, zumindest da konnte man ja auch dann den Hexenkönig von Angmar spielen mit seinen Streitkräften. Und er hatte ja auch sehr viele Numenora in seinen Diensten. Da gab es, glaube ich, als Einheiten so Bogenschützen, Schwertkämpfer, was man halt alles so aus Strategiespielen kennt, ne? Also das ist, würde mich gerade mal so interessieren, so von der Herr der Ringe-Story her, ob der Hexenkönig wirklich irgendwie mit den Numenoran verbunden ist. Oder ob da die einfach nur ob die das halt von der Story in Schlacht um Mittelerde 2 so gemacht haben, dass er dann einfach so die rekrutiert hat. So, Hauptquest. Mein Vater wird im Lager des Häuptlings gefangen gehalten, doch wir wurden entdeckt, bevor wir ihn retten konnten. Baranor will im Morgengrauen zuschlagen, mit einem kleinen Trupp. Doch du willst jetzt gleich zurück. Allein. Das ist blanker Selbstmord. Wenn wir bis morgen warten, ist mein Vater längst tot. Ich sage nicht, du sollst nicht gehen. Du sollst bloß nicht allein gehen. Die Uruks, die wir letzten Winter fasten, erzählten von einem Grabwandler. Halb Mann, halb Geist. Ein Dämon. Und was glaubst du? Ich glaube, so einer könnte uns helfen. Baranor und ich haben die Uruks belauscht. Sie haben meinen Vater in ein nahegelegenes Lager gebracht. Ich persönlich frage mich gerade, warum der Dialog so extrem laut war. Schleichmission finde ich manchmal, also finde ich echt, ist mal so eine willkommene Abwechslung zwischendurch. Vor allen Dingen dann mit den, jetzt nicht mit den Dienern. Wir müssen sie befreien. Idril, wir müssen vorsichtig vorgehen. Sondern mit den Kollegen hier, hätte ich sie jetzt genannt. Oh, den habe ich gerade gar nicht gesehen. Wir müssen auf alles gefasst sein. Ich verstehe. Vielen Dank. Kann das sein, dass die Helligkeit schon wieder so extrem runtergestellt ist? Optionen? Anzeige Helligkeit im Spiel. Ja, warum stellt die sich denn immer von alleine runter? Bestimmt spielt die Valkyrie immer heimlich alleine. Mag's halt so richtig finster. So, wir sind bestimmt ganz vorne. Das heißt, wir laufen einmal diesen Kreis. Wir sind von hier gestartet, dann laufen wir einmal den Kreis, würde ich behaupten. Kein Dorf ist für die Stadt
Danke. Wir glauben, sehr gut. Mach den mal los. Wir sind fast da. Ich weiß es. Vorsicht, Idril. Hast du von dem Kampf in der Arena gehört? Der Waldläufer hat eine Legende. Ich weiß nicht, was der Waldläufer getan hat. Ein paar Leute hat er umgebracht. Steht da oben drauf? Früher oder später führe ich den Angriff. Sie werden meinen Namen zwei Ochsen. So. Kommt, wir müssen hier weg. Grishas Armee kann niemand bezwingen. Entschuldigung. Stimme eingesammelt. Jede Stadt in Gondor hat ihre eigene Rechtsprechung, außer für die wichtigsten Fälle. Solange ich lebe, haben wir rechtliche Angelegenheiten immer in Minas Ithil geregelt. Als ich ein Mädchen war, war mein Vater oft mit Handelsstreitigkeiten und anderen Rechtsfragen beschäftigt. Dann kamen die Orks und Fragen des Gesetzes wichen Fragen des Überlebens. Ein Hammer. Ein seltsames Symbol für Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Wenn kein Hammer für den schwarzen Nagel. Oh, da laufen Orks gerade in der Mitte rum. Ich glaube, die haben da meinen Angriff bemerkt. Zeit, jemand über eine Lektion zu erteilen. Seid auf der Hut! Mein Sieg! Greif den Bauch an! Fluch das Regen! So, das war doch schon mal gut. Gut und einfach. Der Fürst der Nazgûl. So. Losschneiden. Danke. Du kannst das auch machen. Idril, Sie haben den General zum Zelt. Ich stehe in deiner Schuld, Waldläufer. Wir wissen nicht, was uns erwartet, Idril. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Ach, Idril heißt sie nicht, Ildred. Weil Idril. Komm ich auch mit klar.
dich nirgendwo hin, General. Vater? Oh, Idril. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich kam deinetwegen. Ich habe das alles nicht gewollt. Weder für dich, noch für unser Volk. Wir haben nicht immer die Wahl, Vater. Aber noch können wir kämpfen. Du bist genau wie deine Mutter. Jetzt sag nicht, dass er der Verräter ist. Komm, die Verstärkung wird bald hier sein. Das hörte sich voll komisch an, wie er das gerade gesagt hat. Von wegen, ja, ich muss das tun. Schnell! Eine gute Klinge und weg! Von wegen hier für die Stadt und Pipapo und alles. Als wir dem Verräter die Arme abgerissen haben? Wie könnte ich den vergessen? Aber. Na, das war ein bisschen doof. Ich habe lange gewartet. Ich hab doch zwei Leute, warum kann ich dich unterschiedlich irgendwie losschicken? Sie existieren. Und welche Beleidigung könnte noch schlimmer sein? Wie meinst du, lässt man am besten So, das war jetzt ja relativ einfach. Diese Orks dringen in jede Ecke unserer Lande. Aber der Vater, der hat gerade so komisch geredet. Der Satz kam mir halt irgendwie nicht so gut an. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! General, der sehende Stein. Ich kann ihn verwenden. Der Palantir bleibt dort, wo er ist. Die Armeen von Gondor werden bald hier sein. Du bist sicher. Gut. Kommt. Wir warten schon seit Wochen auf Gondor. Niemand ist gekommen. Kannst du sie mit dem Stein wirklich bezwingen? Ja. Dann werde ich ihn finden. Geht doch, danke. Mehr wollte ich doch gar nicht haben hier. Wir müssen zurück zu Kankra. Sie kann uns zeigen, wo sich der Palantir befindet. Der Palantir ist hier. Der Krieg ist hier. Wir müssen Saurons Macht über Minas Ithil schwächen. Oh, das sah gut aus, wie ich da erstmal durch die Wand durchgepackt bin. Das wollte ich nicht. So. Also hier haben wir tatsächlich gar nichts mehr. Außer halt hier Hauptmänner und sowas. Hier unten. Das ist der Wegpunkt. Guck mal. Ich mache hier einfach mal schnell eine Schnellreise hin, damit wir Kankras Vision noch mitkriegen. Und dann passt das auch wieder.
Ja. Ich starte mit der letzten Mission. Immer her damit. Talion, der Ring ist verloren. Aber ich werde meine Antworten bekommen. Kankra! Minas Ithil steht vor dem Untergang. Wir brauchen den Palantir. Den Palantir. Gab ich dir nicht die Sicht über deine Feinde? Das ist es doch, was du willst. Nicht wahr? Oh, ich gewähre dir deine Vision. Doch wie viel bist du bereit dafür zu bezahlen? Oh, deine Seele? Davon ist fast nichts übrig. Ich brauche Antworten. Das ist auch mal eine geile Animation, ey. Ich hab's geahnt, dass der Castamir Verräter ist. Castamir. Der finale Angriff steht bevor. Der Palantir darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. Wir müssen zurück nach Minas Ithil. Ich hab es gewusst. Von der Unterstadt. Wo sind die Schützen? Ich will jeden Mann mit einem Bogen auf dem Wall sehen. General Castamir zog uns ab. Wir bilden hier die Reserve. Wieso tut er das? Wir brauchen jeden Mann. Wo ist Castamir? Ich muss mit ihm sprechen. Ich auch. Er ist seit Stunden fort. Na geil. Dieses Geräusch. Es ist genau wie in der Vision. Dürfen wir jetzt Nazgul sehen? Das Tor. Entdeckung! Sie brennen! Holt Wasser! Los! Und jetzt muss ich mal einen richtig bösen Cliffhanger machen, ne? Einen richtig bösen Cut. Es tut mir leid, aber ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder sehr weit fortgeschritten. Der Part ist schon wieder am Ende. Und was wir dann bei diesem wunderschönen Angriff sehen werden, das erfahren wir dann im nächsten Part. Und dann müsst ihr euch leider bis morgen gedulden, so leid es mir tut. Aber es muss einfach sein. Wenn der Part so lang wird, dann brauche ich so lange, um den zu bearbeiten. Und dann dauert das Hochladen so lange. Und ach, ihr kennt alles Prozedere. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir finden im nächsten Part heraus, warum der Nazgul Feuer speien konnte. Weil normalerweise habe ich noch nie gesehen, dass ein Nazgul Feuer speit. Insofern, bis morgen und auf Wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.